Maria, die Botschaft. Und sie ist mit dem Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, lasset uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führ uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr Jesus Christ, hab noch eine Bitte. Verlass die armen Seelen nicht und führe sie aus ihrer Pein zu dir in deinen Himmel ein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der uns zu seinen Zeugen macht, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen in dieser besonderen Morgenstunde. Besonders begrüße ich die Vertretung des Seniorenbundes Schönau, den Vorstand, der stellvertretend für die ganze Seniorengemeinschaft. Einige feiern ja jetzt schon über die Medien, über den Livestream mit uns mit und einige werden später noch daran Anteil nehmen. Darf euch herzlich begrüßen. Normal ist das ein sehr froher Morgen, den wir immer in den ersten Adventtagen begehen, wenn ihr euch versammelt, die ganze Seniorengemeinschaft, um Dank- und Bittmesse zu feiern, Jahresabschlussfeier zu halten. Heuer eben in dieser besonderen Weise. Und doch haben wir Grund zum Dankbarsein. Erstens, dass wir da sein dürfen. Zweitens, dass wir gestern gehört haben, dass in Kürze schon am Montag die Kirchentüren wieder ganz aufgehen und mit allen Schutzmaßnahmen es dann möglich sein wird, in größerer Gemeinschaft auch wieder zu feiern. Da sind wir sehr froh. Nun, heute wollen wir auch besonders einschließen in diese Messe unseren lieben Schönauer Johann Aumeier Hinterreiter, wo um 10 Uhr das Begräbnis stattfinden wird, der Mitglied eurer Gemeinschaft war, gerne mit dabei war. Er möge uns auch zum Fürsprecher werden. Wer noch Fürsprecher ist heute, ist die heilige Barbara. Ihr Gedenktag ist jetzt. Eine beliebte Volksheilige, eine der 14 Nothelferinnen. Wir kennen diesen Volksspruch, die Barbara mit dem Durm, die Margarete mit dem Wurm und die Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madel. Da wird schon etwas ausgedrückt, Barbara mit dem Durm. Der eigene Vater hat sie einsperren lassen, weil sie eben Christin geworden ist und es wird überliefert, dass in diesem dunklen Turm
ihr drei Fenster auf einmal erschienen sind und geleuchtet haben als Sinnbild der Dreifaltigkeit und vor ihrem Sterben, dass ein Engel ihr die heilige Kommunion gebracht hat, so wird sie auch als Heilige der Eucharistie verehrt. So viel der Einleitung zu den heutigen Umständen dieser Messe. Jetzt darf ich den Obmann bitten, dass uns hineinführt in die vorbereitete Dankfeier. Lieber Herr Pfarrer Martin, lieber Messner Karl, liebe Kirchenbesucher, liebe sehr kleine Obordnung des Seniorenbundes und alle, die zu Hause per Livestream mit dabei sind. Ein herzliches Grüß Gott im Namen des Seniorenbundes. Normalerweise ist die Kirche bei unserer vorweihnachtlichen Seniorenmesse immer fast voll. Heuer ist leider alles anders. Es tut mir sehr leid, dass auch die morgige Jahresabschlussfeier im Pfarrheim nicht stattfinden kann. Wir haben uns immer eine ruhige und besinnliche Adventzeit gewünscht. Heuer gezwungenermaßen unser Wunsch in Erfüllung. Schauen wir mit Mut und Hoffnung in die Zukunft und freuen wir uns auf eine schöne Zeit nach der Pandemie. Vergangenen Sonntag begann die vorweihnachtliche Adventzeit. Eine Zeit, der wir uns bewusst besinnen und uns den Wesentlichen widmen können. Das Wort Advent leitet sich vom lateinischen Adventus ab und bedeutet Ankunft. Für uns Christen ist es seit jeher die Zeit der Erwartung, den Warten auf Jesus Christus. Doch worauf warten wir heuer? Auf die erste Lieferung des Corona-Impfstoffes oder doch auf das Kind im Stall? So wollen wir uns jetzt dem menschgewordenen Kind, dem Sohn Gottes, zuwenden und ihn um sein Erbarmen anrufen in allen Nöten, in allen Umständen unseres Lebens. Advent bedeutet Türen aufmachen, Menschen hereinlassen, willkommen heißen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Advent bedeutet Herzen öffnen, aneinander denken, mitfühlen, Anteil nehmen. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Advent bedeutet Glauben leben, gemeinsam beten, feiern, sich berühren lassen von der heilsamen Fülle des weihnachtlichen Geschehens. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, er erbarme sich unser, er lasse uns Schuld und Sünde nach, er führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast der heiligen Märtyrerin Barbara die Kraft gegeben, bis in den Tod dir treu zu bleiben. Im Vertrauen auf ihre Fürsprache bitten wir dich. Steh uns bei in jeder Not und Gefahr. Stärke uns in der Todesstunde mit dem Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Einer schönen Jesaja-Lesung hören wir von der Neuschaffung der Welt durch Gott. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr. Nur noch kurze Zeit, dann verwandelt sich der Libanon in einen Garten und der Garten wird zu einem Wald. An jenem Tag hören alle, die taub sind, sogar Worte, die nur geschrieben sind.
und die Augen der Blinden sehen selbst im Dunkeln und Finstern. Die Erniedrigten freuen sich wieder über den Herrn und die Armen jubeln über den Heiligen Israels. Denn der Unterdrücker ist nicht mehr da, der Schurke ist erledigt. Ausgerottet sind alle, die Böses tun wollen, die anderen als Verbrecher verleumden, die dem Richter, der am Tor sitzt, Fallen stellen und den Unschuldigen um sein Recht bringen, mit haltlosen Gründen. Darum, so spricht der Herr zum Haus Jakob, der Herr, der Abraham losgekauft hat, nun braucht sich Jakob nicht mehr zu schämen, sein Gesicht muss nicht mehr erbleichen. Wenn das Volk sieht, was meine Hände in seiner Mitte vollbringen, wird es meinen Namen heilig halten. Es wird den heiligen Jakobs als heilig verehren und erschrecken vor Israels Gott. Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht und wer aufsässig war, lässt sich belehren. Wort des lebendigen Gottes. Wir hören den Antwortpsalm und antworten auf die Antiphon. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Von wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Lebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Seht, unser Herr kommt mit Macht, die Augen seiner Knechte schauen das Licht. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus vorüberging, folgten ihm zwei Blinde und schrien: Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Nachdem er ins Haus gegangen war, kamen die Blinden zu ihm. Er sagte zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten: Ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte: Wie ihr geglaubt habt, so soll euch geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Jesus aber befahl ihnen: Nehmt euch in Acht, niemand darf es erfahren. Doch sie gingen weg und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Lieber Vorstand der Seniorengemeinschaft, wie geht's euch denn?
ohne eure Gemeinschaft da zu sitzen heute, ein etwas eigenes Gefühl. Gestern hat die katholische Frauenbewegung dasselbe erlebt. Wie gesagt, Gott sei Dank können wir schon wieder in die Zukunft schauen, wo es besser wird, wie wir schon wissen. Und trotzdem habe ich jetzt so eine Stimmung, dass es eine adventliche Stunde wird, die wir hier zusammen begehen, stellvertretend begehen, die wir aber dann auch mit euren Lieben, die zu Hause sind, gemeinsam jetzt erspüren dürfen. Denn eines haben wir schon in diesen Wochen und Monaten vielleicht ein bisschen gelernt. Zeit haben, mehr Zeit haben, weniger sich treiben lassen, getrieben werden. Gerade eure adventliche Weihnachtsbegegnung war immer so ein schöner Vormittag des sich Zeitnehmens. Wir werden am Ende der Messe noch einige besinnliche Texte auch hören, die uns ein bisschen etwas von dieser Stimmung vermitteln wollen. Jetzt wollen wir uns einmal Zeit nehmen, was Gott zu uns spricht, in diese Dankfeier herein, im Rückblick auf das Jahr. Es ist ja Jahresschluss, dank Messe des Seniorenbundes. Nun, es beginnt ja schön, oder? Die Jesaja-Lesung, die von der Neuschaffung der Welt spricht, und zwar durch Gott. Und die vor allem die Armen betrifft und die auch gedemütigt wurden in diesem Leben, Last zu tragen haben. Von denen heißt es, für die Tauben und die Blinden, für die Armen und die Gedemütigten gibt es Heilung und Heil. Die Erneuerung der Welt durch Gott. Selbst die Irrenden kommen zur Einsicht, hat zum Schluss geheißen, und die Verhärteten lassen sich belehren. Na, das ist eine Wirklichkeit, auf die wir uns schon wirklich sehr hinfreuen, dass kein Mensch mehr im Irrtum, kein Mensch mehr in der Verhärtung verharrt, sondern dass sich alles im Heil entwickelt. Und dann heißt es so schön, wenn das Volk sieht, was Gott in ihrer Mitte tut, dann wird das Volk den Namen Gottes wieder heilig halten. Sie werden Ehrfurcht haben vor dem Gott Israels, vor ihrem Gott. Das ist das erste Wort heute. Schauen wir, wo das Heil Gottes, das Wirken Gottes bei uns schon erlebbar ist, wirksam ist, auch in dieser Zeit jetzt. Es sollte mehr sein als sonst. Und ob dadurch diese Ausrichtung von uns auf diesen Gott, die Dankbarkeit und die Frömmigkeit sich einstellt. Das ist das Erste, was uns Gott heute mitgibt. Er möchte, dass wir jetzt schon anfangen, es zu erleben, dass die Welt durch ihn neu geschaffen wird. Und damit wir uns das gut merken, hat er im Evangelium eine sehr anschauliche Stelle für uns bereitet. Es ist übrigens das Tagesevangelium heute am Herz-Jesu-Freitag, des ersten Freitags der Adventzeit. Die zwei Blinden sind auch sehr bemerkenswert, kommen ja schon in der Lesung vor. Die Blinden, die sehend werden. Und jetzt heißt es hier, diese Blinden, sie bekommen das Heil von Jesus. Er heilt alle Krankheiten. Die Augen der Blinden sehen selbst im Dunkeln. Die Tauben werden Worte hören, die nur geschrieben sind. So hat es beim Jesaja heute geheißen. Die beiden Blinden sind exemplarisch. Und es ist der entscheidende Punkt genannt, der das Heil möglich macht. Viermal kommt es vor. Das erste Mal im Ruf der zwei. Hab Erbarmen mit uns. Sohn Davids nennen sie ihn. Da weiß jeder gelernte Christ. Da ist angesprochen, dass Jesus der verheißene Messias ist, der Heiland der Menschheit, der Nachkomme Davids, der König des Königsreiches. Wir sind ja noch ein bisschen in der Christ-König-Stimmung. Also sie erkennen ihn als den Messias und dass er Erbarmen mit ihnen haben wird, dass ihnen helfen wird in allen Nöten. Habe Erbarmen mit mir. Sie vertrauen ihm schon.
Der entscheidende Punkt des Heiles ist das sich anvertrauen, der Glaube. Und darum sagt Jesus dann auch in seiner Frage schon, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und sie antworten, ja, Herr. Also sie bestätigen, sie vertrauen ihm, dass von Jesus das Heil ausgeht. Und dann kommt eben diese Reaktion des Herrn, was ihr geglaubt habt, so soll es euch geschehen. Wenn ihr glaubt, dass ich euch sehend machen kann, heil machen kann, dann wird es euch zuteil, denn ich kann es wirklich. Ich bin euer Heiland, ich bin euer Gott, der alles neu schafft. Und sie werden sehend, heißt es. Ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut auch zu unserer Messe heute. Je älter wir werden, umso entscheidender ist es, dass wir sehend werden für die ganze Wirklichkeit Gottes. Und das ist die Frage, die uns heute quasi mitgegeben wird. Haben wir schon den Glauben an Jesus gefunden, der uns sehend gemacht hat, auf welche Wirklichkeit wir zugehen? Auf Heilung und Heil, auf Neuschöpfung und ewiges Glück, auf erneuerte Jugend, auf immer unbeschwertes Zusammensein. Das ist dieses Sehendwerden des heutigen Evangeliums durch den Glauben geschenkt. Wenn ich in der Einleitung unseren lieben Johann Aumeier schon erwähnt habe, dann soll er uns jetzt noch einmal ein Beistand sein auch. Er, der schon ganz anders hineinzieht ins ewige Licht, ins Licht Gottes. Heute, wenn wir das Licht der Sonne so in der Kirche haben, sind wir schon Segen geworden für unsere Zukunft? Haben wir den Glauben? Das ist die Frage heute. Wenn es dann bei den beiden heißt, sie halten sich nicht an die Weisung Jesu, sagt es niemand, es soll keiner erfahren, damit die Menschen mir nicht nachlaufen als Wunderheiler und wieder nur für diese Welt alles gut haben wollen, dann ist es heute ein bisschen anders. Jetzt im Nachhinein können wir ruhig schon davon erzählen, dass wir im Glauben Heil finden. Denn jetzt ist schon klar, wie Jesus sein Heil wirkt, dass er kein Wunderheiler ist, der hier auf der Erde alles gut macht, sondern dass er uns den Durchblick für das ewige Leben ermöglicht. Dieses Wachsein für die Ewigkeit, das habe ich heute herausgehört für uns. Das ist auch das Thema der Woche. Türhüter, die offene Herzenstür. Sind wir schon wach? Halten wir uns wach für die Wirklichkeit, die auf uns zukommt, das Hereinkommen Gottes hier und einmal für ewig? Der Papst, ich habe es am Sonntag gesagt, hat uns 4 Ratschläge gegeben. Er sagt, um euch wach zu halten, hört das Wort Gottes und lebt danach. Betet miteinander. Ich weiß nicht, ob es euch gelingt, jetzt, wo keine Abendtermine sind, außer Haus, dass wir mehr beten als sonst. Und zwar so beten, dass es angenehm ist. Wir haben ja heute schon quasi miteinander Adventkranz gebetet vor der Messe. Aber bitte in einem Tempo, das angenehm ist, wo man aufgebaut wird dabei, wo man Begegnung hat mit dem offenen Himmel. Beten wir gemeinsam, sagt der Papst, sonst sind wir keine kirchliche Gemeinschaft, sonst sind wir was anderes. Es braucht dieses Ausgerichtetsein auf Gott hin. Er sagt übrigens auch, leben wir eine achtsame Gemeinschaft miteinander. Das ist momentan nur möglich über die Medien. Rufen wir einander an, fragen wir, wie es uns geht, erzählen wir, was doch Schönes da ist. Etwas, das ihr in eurer Gemeinschaft ja sehr pflegt. Und das ist gut so. Das ist christliche Gemeinschaft. Das ist eine menschliche Kultur, die schon wach geworden ist, dass es darauf ankommt, auf den anderen mitzuschauen. Übrigens als Letztes sagt der Papst auch, schauen wir, dass wir uns mit Gott versöhnen in allem, wo wir halt auch Liebe schuldig geblieben sind in unserer Entwicklungsphase, in unserem Entwicklungsprozess. Lassen wir uns auch die sakramentale Vergebung mit Gott schenken, sagt er. Das sind die Punkte, die wir jetzt tun können, damit wir wirklich den Durchblick haben, wirklich sehend sind für die ganze Zukunft, die so gut und schön ist. Wenn es im heurigen Jahr, wenn es in diesen Wochen eine Frucht geben soll von den ganzen Einschränkungen und Verzichten, dann wohl die,
dass herauskommt eine Kultur, die mehr auf den ausgerichtet ist, der uns ewiges Leben und der uns schon hier Heil ermöglicht. So darf ich schließen mit diesem Gedanken. Wir wollen uns Jesus so anvertrauen, dass wir sehend sind für die ganze Wirklichkeit, für sein Heil jetzt schon miteinander und für sein Heil am Ende unseres irdischen Lebens. Es ist die Zeit der Umkehr, der Hinwendung zu ihm. Amen. So wollen wir jetzt in den Fürbitten vor Gott treten. Zu Gott, unseren himmlischen Vater, der uns in Jesus Christus sein Heil anbietet, lasst uns beten. Ja, lass den weihnachtlichen Frieden nicht erst am Weihnachtsfest anbrechen und lass ihn weiterwirken bei uns und auch in Ländern des Krieges. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, gedenke der Einsamen, Kranken und Alten, die einem traurigen Weihnachtsfest entgegensehen, und lass sie erfahren, dass du bei ihnen bist. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, lass die älteren Menschen in der Gemeinschaft der Kirche Trost, Hoffnung und Zuversicht finden. Lass sie erkennen, dass sie ein Schatz sind für die Kirche durch ihr wertvolles Gebet und Opfer. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Kranken in dieser besonderen Zeit, dass du sie gesund machst, für alle Personen, die wir persönlich oder auch nicht persönlich kennen, die im Moment auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Regierung. Hilf unserer Regierung, die richtige Entscheidung zum Wohle des Volkes zu treffen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, nimm unsere Verstorbenen, besonders die Mitglieder des Seniorenbundes, Pömer Hermine, Mittmannsgruber Elfrieder, Diesenreiter Hermann, Heider Franz, Goldermann Maria und Aumeier Hinterreiter Johann, die uns seit der letzten Jahreshauptversammlung verlassen haben, auf in den Reich des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. In einer kurzen Stille wollen wir auch noch in unserem persönlichen Anliegen bitten, was wir uns heute am meisten von Gott erwünschen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, himmlischer Vater, willst, dass wir Leben haben, und es für immer haben, durch Christus unseren Herrn. Amen.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, nimm unsere Gaben gnädig an. Das Leiden deines Sohnes, das wir im Geheimnis des Altares begehen, präge unser ganzes Leben, wie es das Leben der heiligen Märtyrerin Barbara geformt hat. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium der heiligen Barbara offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat ihr Leben hingegeben als Zeugin des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus
unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten mit dem Seniorenbund für die verstorbenen Mitglieder. Wir beten auch für die verstorbene Frau Barbara Raab. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit der heiligen Barbara, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns glaubenden Herzens beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, Ich-Bezogenheiten, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, in unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Blicken wir einander an als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht den Heiland, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wie ihr glaubt, so soll euch geschehen, spricht der Herr.
Lassen wir es vom Herrn berühren, geistlich oder leiblich, wenn wir ihn in der heiligen Kommunion empfangen. Der Leib Christi, er schenke uns ewiges Leben. Amen. Wir hören einen kurzen Text zum heutigen Bethlehem. Du sagst, du würdest gerne einmal nach Bethlehem reisen, um dir den Geburtsort Jesu anzusehen. Doch der Flug sei dir zu teuer und zu lang. Warum? Warum hütest du nicht das Kind des jungen Ehepaares von gegenüber? Oder leistest der alten Frau Gesellschaft, die am Ende deiner Straße wohnt und den Tod ihres Mannes noch immer nicht verkraftet hat? Warum suchst du den, der in Bethlehem geboren und auf Golgotha gekreuzigt wurde, nicht dort, wo er heute ist? Manchmal nur ein paar Schritte weit von dir entfernt. Bitte ums geistige Mitsingen beim Dankgesang. Endet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werde allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Blinde schauen zum Licht.
Menschen wird zuteil Gottes sein. Lasset uns beten. Wir erwarten unseren Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes. Herr, unser Gott, im heiligen Mahl hast du uns jetzt mit deinem Geist erfüllt. Lehre uns durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Sind am Ende der Heiligen Messe angelangt und wollen noch einen kleinen Anklang an eure sonst übliche Weihnachtsfeier jetzt euch schenken. Hören noch Besinnliches, Texte, die uns hineinführen in der Adventzeit, und schließen dann mit dem Segen diese Feier ab. Die vier Kerzen am Adventkranz. Vier Kerzen brannten am Adventkranz. Es war still, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. So wurde ihr Licht immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte: Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und mit einem Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: Aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: Hab nur keine Angst, solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Anders werden. Es muss anders werden. So kann es nicht weitergehen. Schau dich um auf der Erde. Sag, ist das nur schön? Die Leute hetzen und rennen. Geschäfte sind überlohnt. Sachen, die wir oft nicht kennen. Sag, muss man das alles haben? Brauchen wir so teure Geschenke? Alle mehr. So viel Glitzer und Goldgehänge.
trotzdem sind Herzen leer. Jetzt ist anders geworden. Jeder wünscht sich, man bleibt gesund und hofft auf ein Zusammensitzen daheim mit seinen Liebsten in kleiner Rund. Weihnachten gemeinsam erleben, Kinder zuberdrucken, ganz eng. Vielleicht darfst du ein Bussal geben, dies wäre das schönste Geschenk. So ein großes Danke für euer Kommen und stellvertretendes Feiern jetzt bei unserer Dankmesse für euren Seniorenbund, für eure Jahresschlussfeier. Herr Obmann, magst du noch was sagen? Danke, sagt er. Und grüßen tut er alle, die mit uns jetzt verbunden sind. Und in Hoffnung sind wir, dass wir nächstes Jahr wieder ganz anders zusammen sein können, dass wir aber Gewinn zielen aus den Bedingungen, die uns jetzt gegeben sind. Der Himmel ist nah, die Zeit zu einer notwendigen Umkehr ist jetzt da. Danke euch, Senioren, wenn ihr das gut vorauslebt, sehenden Auges, wo es hingeht und wie wir hier auf Erden das Licht des Himmels schon miteinander leben können. Das wollen wir uns mitnehmen. Dafür bitten wir jetzt den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr auf eurem Lebensweg begegnet, der uns so sehr liebende, dreieinige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch noch eine gute, besinnliche Adventzeit, ein möglichst zahlreiches Zusammenkommen auf Weihnachten und ein gesegnetes Jahr des Heiles, das auf uns wartet. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.